Ich hatte ein paar herrlich entspannte Sonnentage. Und dann kam der Rückflug. 6 Stunden Verspätung. Der Flug ist ausgefallen, bloß weil der Pilot krank war. Das kann doch nicht sein. Die Fluggesellschaft muss doch für solche Fälle Ersatzpiloten bereitstellen. Na Gott sei Dank kann ich in diesem Fall Entschädigung verlangen. Oder? Nee, Andrea, dafür bekommst du mit Sicherheit keine Entschädigung. Die Fluggesellschaften können doch nicht an jedem Ort einen Ersatzpiloten haben oder vorher wissen, ob jemand krank wird. Anders sieht es allerdings bei einem Pilotenstreik aus. Der wird ja vorher angekündigt und da haben die Veranstalter und auch die Fluggesellschaften Zeit genug, für Ersatz zu sorgen. In dem Falle bekommst du also auf jeden Fall eine Entschädigung. Erstmal hallo nach Hannover zu Frau Lassack. Hallo, hallo Frau Lassack. Ich grüße Sie. Ja, die Unpässlichkeiten beim Fliegen, wenn es wieder eine große Verspätung gibt. Was meinen Sie denn? Sind Sie bei Andrea, wenn der Pilot krank war, steht einem Entschädigung zu? Oder wenn der Pilot gestreikt hat, was Sibylle meint, dass einem dann Entschädigung zusteht? Ich würde sagen, Sibylle hat recht. Sibylle hat recht, wenn es einen Streik gibt, wegen höherer Gewalt und so? Ja, okay, sie hat ein Fragezeichen und wir alle kriegen die Antwort. Wenn, wie in meinem Fall, ein Flug große Verspätung hat, weil ein Pilot krank geworden ist, habe ich tatsächlich Anspruch auf Entschädigung. Die Fluggesellschaften sind nämlich verpflichtet, einsatzfähiges Personal zur Verfügung zu stellen. Bei einem Streik ist das allerdings anders. Der wird als außergewöhnlicher Umstand gewertet und man hat leider keinen Anspruch auf Entschädigung. Wohl aber auf sogenannte Versorgungsleistungen wie Essen, Getränke oder kostenlose Telefonate. Das tut mir jetzt leid, Frau Lassack. Ja, ist nicht schlimm. Aber es war schön, mit Ihnen zu telefonieren. Ja, danke. Und darf ich Ihnen das Book a Scene von Martina geben, so der typische Lammel-Look zum selber machen? Sehr gern. Ein paar kreative Ideen, da trösten wir Sie mit. Danke. Dann liebe Grüße nach Hannover. Dankeschön.